Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist die letzte Folge der THW-Woche online und im heutigen Video wird es wahrscheinlich einen Hochwassereinsatz geben. Ihr seht schon, da hinten ist das Wasser schon über die Ufer getreten, weil die letzten Tage hat es wie aus Eimern geschüttet. Und wir müssen jetzt, glaube ich, mal ein paar Meter nach oben laufen, nicht, dass wir noch nasse Füße bekommen. Aber wie ihr hier sehen könnt, ist ein Jahrhunderthochwasser aktuell hier vor Ort in Königsberg. Und dementsprechend werden wir jetzt gleich einmal mit dem THW und der Feuerwehr dieses Hochwasser bekämpfen beziehungsweise noch versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Weil ihr seht, solche Wassermassen hier, das ist wirklich schwierig, da irgendwie gegen anzukommen. Ja, hier auch die Eisenbahnstrecke ist komplett überschwemmt. Der Hafen ist komplett überschwemmt. Also, wenn das schon überschwemmt ist, dann ist hier definitiv so einiges überschwemmt. Und ihr seht ja, was für eine Wassertiefe da ist. So ein Schild ist ja gute 2 Meter hoch. Und der Zaun ist ja 3 Meter hoch. Also, es ist schon ordentlich Wasser, was da über die Ufer getreten ist. Gut, dann werden wir jetzt einmal mit dem Einsatz beginnen. Viel Spaß! Okay, Freunde, wir sind jetzt mit der Feuerwehr schon am Einsatzort und was mich gerade wundert, dass da noch ein Auto durchs Wasser fährt. Eigentlich dürfte das nicht mehr der Fall sein. Wir stellen uns jetzt erstmal hier hin, weil wir werden gleich erstmal großflächig absperren müssen. Das kennt ihr ja bereits, bevor dann das technische Hilfswerk hier eintrifft. So, wir wollen natürlich verhindern, dass da irgendwas passiert. Die sind jetzt gerade eben in Kolonne dahin gefahren. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie tief es jetzt hier vorne ist. Gut, dass da Autos jetzt durchkommen, das ist ein bisschen unlogisch. Und unrealistisch. Aber es ist halt der Landwirtschaftssimulator, da ist sowas leider normal. Ich weiß nicht, wie tief das jetzt noch geht. Nee, da traue ich mich nicht reinzufahren. Das ist zu tief. Nicht, dass wir hinterher nicht mehr rauskommen mit unserem Unimog hier. So, okay, aber was wir schon mal machen können, ist hier eine Absperrung errichten. Damit die ganzen Autos hier nicht weiter vorfahren und dadurch dann düsen. So. Stellen wir auch schon mal hier quer hin. Und den ELW schnappen wir uns dann auch einmal. Machen hier auch schon mal alles Mögliche an. Machen die Warnblinkanlage an. Stellen uns dann auch hier hin. Also wir werden jetzt hier eine kleine Umleitung einrichten. Wobei, gut, ne? Da kommt man jetzt auch nicht mehr durch. So, ihr kennt das Spielchen ja. Wir werden jetzt zuallererst unsere Barrieren hinstellen. So. Dann stehen die hier schon mal. Das müsste ja auch passen hier. Super. Gut, weil ihr wisst ja, Freunde, die Autofahrer, die sind zum Teil sehr speziell und die fahren ja wirklich so die verschiedensten Strecken. Also wir sehen jetzt hier gerade mal das richtige Ausmaß, was hier eigentlich alles los ist. Das ist wirklich schon, ja, ziemlich, ziemlich viel. Wow. Ja, das ist doch mehr als gedacht. Aber gut, so. Ich hoffe, die Autos fahren jetzt auch nicht durch die Absperrung durch. Das sieht schon mal soweit gut aus. Hier vorne werden wir dann auch einmal sperren. Wobei ich glaube, erstmal die Polizei jetzt hier hinzuziehe. Weil die sind dann hier für die Sperrung letztendlich verantwortlich. So, da machen wir dann auch einmal komplett zu. Gut, da vorne ist ja keine Straße. Wobei, wir können das auch so einmal machen. So, okay, da kommen sie nicht mehr durch. Hier stellen wir auch mal noch so eine Absperrung hin. So, okay. Und selbst, guck mal, selbst in dieser Baugrube ist überall Wasser drin. Das ist ja interessant. Wow. So, okay, dann haben wir ja hier noch irgendwie verschiedene Straßen. Die werden wir dann auch einmal sperren. So, bitte wundert euch immer noch nicht wegen den Autos. Das soll natürlich nicht so sein, aber das ist halt das Spiel. Das können wir jetzt gerade nicht ändern. Gut, so haben wir jetzt zumindest schon mal ein Part gesperrt. Gut, hier vorne, das sperren wir auch noch und dann beginnen wir jetzt gleich auch endlich mit dem Einsatz. Ich bin mal gespannt, wie das dann letztendlich so wird. Stimmt, hier müssen wir auch noch sperren. Und hier oben auch noch.
Und ab dem Gefängnis wird dann auch einmal die Straße voll gesperrt. Gut, Freunde, dann holen wir einmal die Polizei hier hin, die sich dann einmal darum kümmert, dass die Autos hier dann auch nicht mehr durchfahren. Wir kommen jetzt hier von der Autobahnseite angefahren, weil wir dort noch einen Einsatz hatten, nämlich ein Pannenfahrzeug. Aber jetzt müssen wir dringend los und dann einmal für eine komplette Vollsperrung hier sorgen. Ist schon mal gut, dass die Autobahn hier nicht überflutet wurde. Immerhin etwas. So. Okay. Ja, wir müssen jetzt mal gleich gucken, wie wir das mit den Wassermassen hinterher machen. Weil das Problem bei diesen Wassermassen ist ja, dass wir das Wasser ja nirgendwo hinleiten können. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir das am besten hinleiten. Müssen wir mal gucken. So, warte mal, wir sperren dann hier auch nochmal. So. Hier ist dann auch einmal komplett gesperrt. Polizeiwagen nehmen wir einmal mit nach hier unten. Wieso auch immer da noch ein Auto herfährt. Also es gibt Sachen, die werde ich nie verstehen. Also, wir haben jetzt die Feuerwehr vor Ort. Wir haben einen Polizeiwagen vor Ort. Allerdings fehlt jetzt noch der Rest hier. Und da ist auch wieder jemand gegengefahren. Erstmal Props an den Autofahrer, der da eine Unfallflucht begangen hat. Dann werden wir das einmal kurz entfernen. Warte mal, hier oben. So. Barriere wurde entfernt. Und dann setzen wir eine neue Barriere dahin. So, dann kommen noch diese Objekte hier hin. Damit die Autofahrer auch hier vorne reinfahren. So. Okay, perfekt. Achtung, Feuerwehr gehört natürlich auch noch hier hin. Das ist ja ganz klar. So, das Auto fährt auch schon hier vorne rechts her. Das ist schon mal sehr gut. So, ja, theoretisch können wir das Objekt hier aufheben oder halt wegwerfen, je nachdem. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ich würde jetzt noch Folgendes machen. Ich würde jetzt einmal die Kollegen von der Autobahnmeisterei anfordern, die dann hier auch einmal sperren. Warte mal, wir machen jetzt nochmal hier eine zusätzliche Sperrung hin. So, warte mal, machen wir einmal so hier. So, ich mache das jetzt so, weil das Wasser geht ja ungefähr bis hier vorne hin. Dann können wir hier noch, sag ich mal, herfahren. So, kommt noch ein Leitkegel hin. An die Stellen. Perfekt. Ja, den können wir eigentlich so stehen lassen. Der Traktor, der ist übrigens da, falls wir gleich noch ins Wasser müssen. Dann haben wir wenigstens ein Fahrzeug dafür. Hat er das schon wieder umgefahren? Also so langsam reicht mir das aber hier. Nicht cool. Gut. Ja, wir holen dann einmal die Autobahnmeisterei. Die stellt dann hier noch einen Warnanhänger hin. Und dann werden wir auch das technische Hilfswerk einmal holen. Ich habe jetzt gerade mal die etwas neuere Version des Warnwagens dabei. Hier fehlen allerdings die Coronas. Nicht wundern. Ich habe die andere Version gerade eben nicht gefunden. Damit meine ich nämlich, das sieht dann folgendermaßen aus. Aber immerhin dreht sich der Fall. Das ist ja auch schon mal ein etwas. Uah. Der Anhänger, der kommt ziemlich ins Schleudern. Läuft. So. Dann machen wir das einmal so. Dann nehmen wir einmal den Funkstreifenwagen, fahren an die Seite. Und stellen den dann jetzt einmal hier hin.
Der kommt jetzt einmal daneben. So stellvertretend für den. So, da können wir mal eben die Rundumleuchten anmachen. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Gut. Warte mal. So, ich wollte schon sagen, es sah erst so aus, als wäre eine Bewohner dort auf der anderen Seite. Dann stellen wir hier vorne hin und dann holen wir einmal das technische Hilfswerk. Dort werden wir jetzt auch nicht so viele Fahrzeuge benötigen, aber wir holen jetzt mal das Notwendige. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir einmal unser eines Leitfahrzeug hier nehmen, unseren Gerätekraftwagen, den lassen wir hier und wir nehmen unsere Pumpe mit, unsere Wasserpumpe, die er aus dem großen Seeleerpump-Video kennt. So, wir machen schon mal alles hier in die richtige Reihenfolge. Türchen auf. Dann einmal das Tor hoch. So, Gerätekraftwagen, genau. Und dann haben wir drei Fahrzeuge dabei. Und die sollten dann auch erstmal reichen, weil wir können sowieso nicht so viel machen, außer halt abwarten und dafür sorgen, dass nicht noch mehr Sachschäden entstehen durch das Hochwasser. So, Blaulicht ist bei allen an. Perfekt. Dann fahren wir einmal dahin. Wir müssen allerdings jetzt einmal rechts rumfahren, weil da hinten ist ja alles komplett gesperrt aufgrund des Hochwassers. Das hat ausnahmsweise mal sehr gut geklappt. Also Lob auf jeden Fall an die Follow-Me-Menschen hier hinter mir. Also einmal Bot 1 und Bot 2. Das ist doch perfekt. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie wir das am besten machen mit dem Hochwasser. Ich habe da schon eine Idee. Wir werden aber die Pumpe ist schwierig anzuschließen. Weil wenn wir sie gleich einfach ins Wasser halten und der pumpt dann das Wasser wieder ins Wasser zurück, das ist dann natürlich auch nicht so sinnvoll. Naja, zur Deko machen wir es auf jeden Fall. Auch wenn es nicht ganz so viel Sinn macht. Aber es ist halt ein Spiel, Freunde. Der Realismusfaktor, ja, ist nicht immer gegeben. Einfach weil es ein Spiel ist. Und in einem Spiel darf es auch mal ein bisschen unrealistisch sein. Ja, wir blinken schon mal und fahren auf die andere Spur. Ihr könnt mir übrigens wieder sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch als nächstes Video wünscht oder was für eine Videowoche ihr gerne möchtet. Also wir hatten ja bisher Feuerwehr, wir haben THW umgesetzt und jetzt seid ihr wieder in der Reihe. Schreibt mir, was ihr gerne sehen wollt. Es kann ruhig wirklich alles Mögliche sein. Und dann schauen wir mal, was wir davon umsetzen können. Also man sieht auch hier, vom Berg ist viel Hochwasser. Da sieht man jetzt mal das komplette Ausmaße des Hochwassers. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. So, warte mal, wo... Okay, ich wollte gerade fragen, wo ist denn mein Kollege? Blinker rechts. Und dann einmal Blinker links. Oh, das wäre fast schief gegangen. Da seht ihr jetzt auch nochmal, wie riesig dieses Hochwasser ist. Also es ist wirklich, ja, beeindruckend. Okay. Ich stelle den ELW auch einmal etwas weiter nach hier vorne. Bitte fahr mir hinten nicht rein. So, nein, er fährt aber hinten rein, oder? Ja, er fährt natürlich hinten rein. Wo auch sonst.
Ich schaue jetzt einfach mal. So. Den Traktor nehmen wir einfach mal. Das Problem ist halt, dass das jetzt so ein komplettes Tal hier ist, aber wir machen es trotzdem zu Deko-Zwecken, auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn macht, dass wir Wasser in Wasser leiten. Gut, perfekt. Gerätekraftwagen, ja, den stellen wir auch mal einen Meter nach vorne. Das Einzige, was wir jetzt theoretisch noch machen könnten, wäre halt so eine Wasserleitung legen. Nur ich weiß nicht, ob diese Objekte jetzt wegrollen. Ich weiß nicht, welche das sind. Ich mache das jetzt mal kurz testweise hier so. Gut, das rollt schon mal weg. Gut, das sucht jetzt auch Freunde. Das rollt auch weg. Aber wir haben die, glaube ich, zweimal drin, dieses Pack. Dann probieren wir es nochmal aus. Dann nehmen wir mal das hier. Das rollt auch zu seinen Freunden. Das rollt auch zu seinen Freunden. Wieso habe ich das eigentlich zweimal drin? Das rollt ja alles zu seinen Freunden. Wieso ist das denn so? Interessant. Finde ich sehr interessant. Weil sonst hätte ich jetzt hier noch theoretisch eine Wasserleitung gelegt. Aber so, ja. Ist halt wirklich schwierig umzusetzen bei so einem Hochwasser. So heißt es eigentlich nur abwarten und Tee trinken, bis das Hochwasser wieder zurückgeht. Weil sonst, klar, wir können jetzt hier die Häuser noch einigermaßen schützen. Nehmen wir da vielleicht Sandsäcke oder so hinpacken. Nur ich habe jetzt gerade, glaube ich, auch keine Sandsäcke hier. Bei was möglich ist, ist dann zum Beispiel so eine Art Hochwasserschutz. Auch wenn es normalerweise so eine Absperrung ist, aber so als Hochwasserschutz, wenn man es kann, eignet sich das dann doch auch ganz gut. Gut, Freunde. Ja, das war's dann auch mit der THW-Woche. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Wenn sie euch gefallen hat und wir sowas nochmal machen sollen, dann lasst mal bitte eine Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, euer Benny.